Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute das nächste Review zu einem Fumari-Tabak. Heute geht es um den Limoncello. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. Das würde uns sehr freuen und jetzt viel Spaß beim Video. So, da sind wir wieder mit dem Limoncello. Es geht natürlich um das gleichnamige Getränk, ist so ein alkoholischer Zitronenschnaps, könnte man sagen. Also ein alkoholisches Zitronengetränk oder ein alkoholisches Getränk, das aus Zitronen gemacht wird. Kommt so aus der italienischen Region und ja, ich habe das noch nicht getrunken, aber Zitronenschnaps kann man sich ja schon ein bisschen was drunter vorstellen. Wir blenden euch auf jeden Fall als erstes mal den Kopfbau ein. Ihr seht, der Schnitt ist mittel. Ich hatte ein paar grobe Stückchen dabei, ich hatte aber auch ein paar sehr feine Stückchen dabei. Also es ist ein bisschen durcheinander, aber im Apo jetzt auf jeden Fall kein Problem gewesen, das Ganze zu bauen. Feuchtigkeit hat mir besser gefallen als bei dem letzten Fumari. Also wir hatten ja den Spiced Chai und den Blueberry Muffin, die waren ziemlich feucht. Fand ich jetzt hier auf jeden Fall besser. Definitiv nicht zu trocken, aber auch keine überschüssige Molasse am Start. Hat mir auf jeden Fall ziemlich gut gefallen. Ihr guckt euch bei mir ein bisschen den Rauch an, wollen schnuppern mal dran und kommen wir zum Geruch. Beim Geruch definitiv die Limone, Limette oder Zitrone am Start. Also auf jeden Fall ist es sehr frisch, sehr säuerlich, nicht wirklich süß. Also ich würde den Geruch jetzt eher so als herbe Zitrone beschreiben, die nicht gesüßt ist. Gefällt mir aber ziemlich gut und dieser herbe Geruch hat auf jeden Fall irgendwas Spezielles. Also es ist nicht so dieser typische Zitronentabak, sondern es ist noch was bei, was mir ziemlich gut gefällt. Und sehr frisch auf jeden Fall. Also der kann einiges. Ja, also sehr frisch trifft es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ihr habt wirklich, also ich habe das Gefühl, als ob jemand vor mir irgendwie Zitronen abgerieben hätte. Ne? Beim Backen braucht man das ja oft ein bisschen Zitronenabrieb und ich finde, genau so riecht der Tabak. Sehr, sehr frisch, so eine säuerliche Note, also genau so, wie ich mir das eigentlich vorstellen würde. So eine Alkoholnote, man kennt ja oft diese bittere Note, die bei so Alkohol-Tabaks mitschwingt, finde ich jetzt, ist nicht so krass am Start. Ich mache direkt weiter mit dem Geschmack, das ist nämlich dann ein bisschen anders, also diese krasse Zitronenabriebnote ist weg. Ihr habt eine Zitronennote, die relativ herb und säuerlich ist, definitiv kein süßer Tabak, also wenn ihr eine süße Zitrone wollt, ist der falsch. Wenn ihr aber mal Bock auf eine krasse, herbe Zitrone habt, ist das vielleicht genau euer Ding. Ich finde, der ist sogar irgendwie natürlicher auf eine gewisse Art und Weise als so die meisten Zitronentabaks, die es so gibt. Ja. Weil, ja, meistens ist Zitrone halt nicht so süß, wie der Tabak dann schmeckt. Deswegen finde ich den auf jeden Fall ziemlich geil. In Bezug auf das alkoholische Getränk, Alkohol schmeckt man, oder diese typische Alkoholnote schmeckt man auf jeden Fall nicht raus. Aber dieses Herbe und Säuerliche wirkt schon eher so, als wäre es halt ein alkoholisches Getränk, als jetzt die meisten anderen Zitronentabaksorten. Ja, bei mir ist es eigentlich ähnlich so, also die weitere herbe Note der Zitrone kommt sehr gut durch. Definitiv nicht so ein süßer Tabak, wie man den halt sonst von Zitrone, Minze oder sowas kennt. Also da ist auf jeden Fall mehr Süße bei, der ist eher herber gehalten. Gefällt mir aber dennoch ziemlich gut. Also ich muss wirklich sagen, diese herbe Note hat was, hat mal wieder so einen Stoßfaktor, wo man sagt so, hey, eigentlich muss es gar nicht so tierisch süß sein, wie man es sonst kennt. Von daher auf jeden Fall sehr lecker. Und von mir bekommt der Tabak die 9 Sterne, weil ich finde, es ist auf jeden Fall ein gesundes Gesamtpaket. Ja. Und herb trifft es eigentlich ziemlich gut und das schmeckt mir sehr gut. Ja, ich schließe mich bei den 9 Sternen auf jeden Fall an. Ich finde den verdammt lecker. Ich finde es verdammt geil, dass es mal was anderes ist. Es ist eine sehr, sehr besondere Zitronennote, die man halt mögen muss. Ich könnte mir wirklich vorstellen, dass er viel nicht schmeckt, einfach weil er sehr herb und bitter ist. Aber die Zitrone kommt geil rüber und dieses bittere Aroma, das da mitschwingt, kann man eben gut als diesen Zitronenschnaps interpretieren. Ich finde es auf jeden Fall verdammt lecker. 9 Sterne. Ist ein krasser Tabak und sehr special. Deswegen kann man definitiv mal probieren. Falls ihr schon den probiert habt, schreibt uns mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren, wie der euch so geschmeckt hat und ob Leute dabei sind, die sagen, Bruder, der ist viel zu bitter, der geht auf jeden Fall gar nicht klar, kann man nicht rauchen. Auf jeden Fall schreibt mal eure Meinung unten rein, lasst uns einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.